Obwohl Plem Plem und höchstens Plem Plem noch, da habe ich nicht nachgeguckt. Die anderen Planeten kannte ich ja. 46 Einheiten Saatgut. Ja, wir brauchen einen größeren Pot. Beziehungsweise mehr Frachtkapazität. So, hole 30 Einheiten Textilien auf Deep Nye ab. Und liefere sie auf Hynova, Mikrobon. Tja, eigentlich sehr schönes und lukratives Geschäft. Das Ärgerliche ist, dass wir tatsächlich 4 Planeten insgesamt anfliegen müssen. Man sieht ja auch 5 Totenköpfe, sehr gefährliche Mission. So, da haben wir 6 Leute, die wollen noch Deep Nye. Die nehmen wir auf. Oh, Verzeihung. So, das war mal wieder profihaft Telefon angelassen. Hervorragend. So, wo waren wir gerade? Deep Nye, gelobtes Land war das nicht. Das da. Wir machen die trotzdem mal. Ne? Ich will mal gucken. Ja. So, dann haben wir 2 Stück, die nach Deep Nye gehen. Und gondeln wir mal hin. Achso, ich wollte dir die Forschung zeigen. Habe ich auch schon wieder vergessen. Mache ich gleich. Ich hoffe, ich denke dran. Ich will das nicht jetzt machen, wo wir hier im Flug sind und wo es halt, ja, nicht ungefährlich wird, wie man sieht. So, reisen wir mal nach dahin. Ihr ändert den Kurs. Ich ändere ihn auch wieder. Achso. Jetzt habe ich so eine Geschwindigkeit drauf, dass ich einmal quer durchs Sonnensystem fliege. 5 Schiffe hinter uns her, das kann ja nicht wahr sein. Ja, hat ja keinen Zweck. Ja, wäre schön, wenn das hier mal frühzeitig angezeigt würde. Nicht irgendwann. So, hier kann man sehen, der holt auf. Mit dem Pod kommen wir jetzt schon nicht mehr weg, wie es aussieht. Oder hier war irgendwann noch zu sehen. Jetzt haben wir anscheinend erst den richtigen Fluchtkurs. Ich lass mal die Mauszeige drüber. Ja, langsam, aber sicher schleicht er sich ran. Wir haben keinerlei Waffensysteme, könnten uns gar nicht zur Wehr setzen. Wir können hier Ausweichmanöver fliegen, aber die sind auch Pillepalle. Die sind, glaube ich, nur notwendig, wenn man mit Torpedos rumballert. Na? Sieht so aus, als ob wir doch langsam entkommen. Also wirklich langsam. Ja, ich will mich jetzt aber nicht von 5 Piraten ausräubern lassen und denen jeweils Geld in Rachen stecken. Dann haben wir nämlich nachher nur Verlust bei dem Geschäft. Das sind die überhaupt? Status des Navigationssystems. Ja, anscheinend versucht er schon unser Navigationssystem zu hacken. Keine Ahnung, was passiert, wenn er es geschafft hat. System gehackt. Wir können ja nichts, wahrscheinlich nichts machen, keine Manöver oder so. Ja, jetzt holt er wieder auf. Das Waffensystem wird gehackt. Ach ja. Rufen wir mal an. Stopfen wir unser Geld in Rachen. Aber einfach schon, okay. Ja, da haben wir schon 1300 verloren und haben noch nicht mal die Nähe des Planeten gesehen. Gut, ist natürlich zu erwarten, dass der neue Pod, der ja größer ist, langsam ist als unser erstes Schiff. Aber kann man auch wieder sehen, vielleicht einen Kompromiss wählen dazwischen. Ne?
Ich weiß jetzt nicht, wie die Shakun sich im Kampf schlägt. Wie gesagt, es ist ja meine Vermutung, dass das alles kleine Piraten sind, nicht wirklich gefährliche Piraten. Und dass wir in anderen Sonnensystemen dann heftigere finden. Müssen wir mal gucken. Die Shakun hat ja, glaube ich, 2 oder 3 Türme und eine Torpedobucht. Da könnte man... Ja, da kommen die nächsten angeflitzt. Okay. Wir haben Sternschuppen gesehen und kriegen dafür 5700 Credits. Das ist ja nett. Die werden wir dann den Piraten hier gleich mal in den Hintern schieben. Entschuldigung, aber ja, so sehe ich das. Man kann es auch übertreiben. Oho, haben wir etwa das Abfangmanöver abgebrochen? Das verwirrte mich jetzt gerade hier. Ach, den nächsten. So. Deep Nye haben wir. Hynobor, Mikro, Boto und Blim Blim. Plem Plem. Reisen wir erstmal dahin. Da ist Mikroboto, da Hynobor. Ach, jetzt habe ich vergessen, nach Fracht zu gucken und in die Forschung, ne? Ach ja. So, Forschung. Das ist unser Frachtraum. Da haben wir die Tarnung für illegale Waren erforscht. Unabsichtlich. Das HT habe ich woanders erforscht, aber kam dann halt mit. Ist ja, wie gesagt, ein schönes Feature, dass man das auf diese Art und Weise dann gleich mehrfach erforschen kann. Ja, unser Schlafraum hier fand ich wichtig, habe ich mit als erstes erforscht, ne, und auch, dass sie da drin sich schneller und besser erholen. Unser Trainingsraum ist hier noch nicht erforscht, noch kein Stück. Unser Wissenschaftslabor haben wir halt den Solar Unlock und wir sind auch gerade dabei, den Quick-Tag zu machen, also CP erforschen wir hier. Damit ist die Forschungsgeschwindigkeit dann erhöht, weil wir haben wirklich noch eine ganze Menge zu erforschen. Ja, die Krankenstation kommt dann noch. Das ist die Kampfgeschwindigkeit, Kampfwendegeschwindigkeit des Schiffes. Das ist nicht wirklich wichtig. Hier, das finde ich interessant, die Schiffsreisegeschwindigkeit. Ich glaube, das ist etwas, was wir machen sollten. In TCB. Ich will da jetzt nicht anklicken, nicht, dass hier was abgebrochen wird. Ich glaube, das sind Dinger, die wirklich lange brauchen. Ja, Torpedogebucht hat sich ein bisschen mit erforscht bei anderen Sachen. Double Pack auch, ne? Also CO habe ich irgendwo anders erforscht. Wird jetzt langsam tatsächlich interessant, die Torpedobucht, dass wir die erforschen können, weil wir können auf diesem Schiff, glaube ich, auch schon Torpedos raufnehmen. Dann haben wir den Twitchfire Turret, das ist der Standardgeschützturm, den hatten wir am Start schon. Theater, da brauchen wir auch nur noch RT, dann können wir ein Theater einbauen. Die Gäste. Und das Personal. Ich glaube, es geht nicht nur für die Crew, sondern auch tatsächlich für die Passagiere, um die zu unterhalten. Ja, Toilette mit Dusche. Das ist unser Waffendepot, also Munitionsdepot. Da ist auch gar nichts erforscht. Okay. Die Arcade-Box, damit die halt Computerspiele spielen können, also Videospiele. Da fehlt uns auch nur noch eine. Das wäre auch interessant. Bei Stufe 3 kriegen sie, ach hier sieht man Activity, da ist es auch nicht ganz in Ordnung. Also hier sind einige Bugs drin, die sind mir aufgefallen werden. Das sind auch ein paar ärgerliche, auch ein paar Abschnitte hatte ich. Nicht schön, muss ich sagen. Mit Stufe 3 kriegen sie das Waschbedürfnis hierzu und danach kommt das Trainingsbedürfnis. Und dafür bräuchten wir dann schon das Trainingscenter. Und danach kommt dann, ich glaube, ein Unterhaltungsbedürfnis, wofür dann die Arcade-Box, glaube ich, noch gut ist. Red Attack Cannon, die ist auch fast erforscht. Auch nie was dran gemacht, ist halt zufällig passiert. Ja, das Hack Center fand ich sehr wichtig, damit wir schnell illegale Waren auch mal verschicken können, also transportieren können. Ja, Club Unit hat sie auch ja schon wieder nebenbei erforscht. Ich finde das echt faszinierend. Am Anfang sieht es so aus, als müsste man ewig dran forschen, aber in Wirklichkeit baut sie das alles sehr schnell auf, weil es eben alles miteinander verknüpft ist. Der Club... befindlich große Sozialbedürfnis von Crewmitgliedern. Okay, geht anscheinend doch nur auf Crew. Ja, das ist die Küche. Da müssen wir noch einen Koch einstellen. Der kriegt ja auch noch einen Roboterkoch dazu, der ihm dann hilft. Ja, der Putzroboter und der Technikroboter. Die 6er-Kabine für unsere Passagiere haben wir gemacht. Schildgenerator auch noch nicht. Wäre vielleicht auch ganz gut jetzt, wenn es ein bisschen gefährlicher wird, dass wir den vielleicht mal erforschen. Ich glaube, als erstes den Pill-to-Go werde ich machen, damit die Krankensteller verarbeitet werden. Es ist hier jetzt nicht mehr so viel, also es sieht zumindest nicht mehr so viel aus, aber sind noch ein paar Sachen, die wir erforschen müssen.
Sonnensystem hoffe ich ja, dass da gar nichts mehr ist, dass ich einfach nur noch in ein neues Sonnensystem reisen muss und es ist aufgedeckt. Das werden wir noch testen. Ja, ansonsten bleibt noch die Galaxie, ne? Ich dachte, ich könnte hier rauszoomen. Aber geht nicht. 2 minus 1 sollen wir. Nein, 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 hier, hier. Ne, 2 minus 1 müsste dann der sein. Wir haben jetzt drei Sonnensysteme in diesem. Das scheint auch eine recht große Karte zu sein, muss ich sagen. Schauen wir da mal, wenn es soweit ist. Ach, da fängt man uns schon wieder ab. 50-fach Abfang. Ja, da kann man gar nichts geben. Das ist ja einfach nur noch krank hier. Ist das jetzt wegen dem neuen Schiff oder warum? Na, heute noch? Ja, nicht drehen. Du sollst gleich auf Fluchtkurs bleiben. Ach, wir wissen ja, es hat ja gar keinen Zweck. Ich rufe gleich an. Guten Tag. Da. Und der nächste ist schon auf Abfangkurs. Aber vielleicht bricht er auch ab wie vorhin die anderen Schiffe. Was war das denn hier gerade? Er sieht nicht so aus, als hätte er das vor. Dann stopfen wir ihm auch noch Geld rein. Oh, jetzt macht das doch. Ja, das finde ich dann ehrlich gesagt nicht ganz nett, wenn man schon einmal abgefangen wurde, darauf, dass man dann gleich nochmal abgefangen wird. Das ist irgendwie ein bisschen fies vom Spiel. Und ja, genauso, ich hatte das so oft, dass irgendwelche Zufallsereignisse kamen, bei denen ich Sachen bezahlen musste. Da Craig rutscht irgendwo auf dem nassen Flur im Schiff aus und ich muss ihm dann Schmerzensgeld dafür zahlen, weil kein Schild aufgestellt ist. Hallo? Mach die Augen auf. Jetzt habe ich vergessen, zu welchen. Ach, Mikrobotto müsste der nächste sein, ne? Was haben wir denn bei Plem Plem? Ihr verkauft nur Wasser. So, nicht so. Aber die wollen Wasser. Okay. Gib mich Wasser. Und ab dafür. Ja, ich weiß es nicht genau, aber ich habe bestimmt so 30.000, 40.000 in dem Bereich bezahlen müssen für Zufallsereignisse. Versicherungsschäden und was weiß ich nicht noch alles, was da ankam. Das sind halt die einzigen Sachen, die auftauchen während des gesamten Rumfliegens. Und auf den Stationen kann man auch nichts machen. Das finde ich auch nervig. Also wenn da jemand eine Information hat, dass es im späteren Spielverlauf tatsächlich dazu kommt, dass man mehr zu tun hat und vielleicht auch mehr Interaktionsmöglichkeiten erhält mit den Charakteren hier, das wäre für mich sehr schön zu wissen. Momentan ist das ein reines Handelsspiel, bei dem man einfach nur darauf wartet, dass das Schiff von A nach B fliegt. Ich hoffe, die Kampagne bietet noch ein bisschen Inhalt. Ja, das Gegner im Anflug. Na komm. Können wir nicht gleich von vornherein schon was aufs Konto überweisen? So. Ach, was ist das denn jetzt hier? Das passiert auch andauernd. Ich bin quasi schon da am Ziel und plötzlich liegt da eine ganz neue Route fest, die mich dann 10.000 Jahre irgendwo anders hinführt. Hallo? Also, ja, totaler Humbug ist das ja. Ja, sind gleich schon wieder die nächsten zwei auf Abfangkurs. Ich guck nochmal, wo wir hin müssen. Hinuba und Mikrobotto, okay. Teyeda, Hinuba war. Ach, das ist da Hinuba. Huch, was war denn das denn gerade? Ja, bei dem Feature hätten sie schon längst machen können, dass man dieses Gequäke gar nicht mehr anhören muss, weil das ist ja gerade am laufenden Band hier. Dass man gleich draufklicken kann und ohne blä blä wäre viel einfacher. So, komm her. Start da mal. Also ich bin da ganz ehrlich, das Spiel begeistert mich gerade nicht. Ich bin sogar an einigen Stellen wirklich schwer enttäuscht davon. Bleibt wie immer meine eigene persönliche Meinung, die ich hier kundgebe, wie ich das sehe. Als reine Wirtschaftssimulation gibt bessere, gibt deutlich schönere. Das ist ja nicht mal als Wirtschaftssimulation ist das wirklich gut.
Sie hatten, aber das muss man lassen, das Spiel hat einen Spaßfaktor. Das will ich jetzt nicht nehmen. Allein schon durch den Humor, der da drin ist. Was haben wir denn hier? Holz könnten wir hier, glaube ich, exportieren nach Hynubor. Hynubor? Hynubor importiert Holz tatsächlich. Achso, ich wollte hier noch Wasser abgeben, ne? Fast vergessen. So, 20 Holz. Schauen wir mal, ob das klappt. Und ab dafür. Ich weiß gar nicht, ob wir noch genug Zeit haben. 16, ja. Ja, haben wir noch. Ich habe für mich auch so bemerkt, dass es tatsächlich so ist, wenn ich viel bzw. viel wertvolle Fracht an Bord habe, dann ist die Abfanghäufigkeit deutlich erhöht. Meistens kann ich dann hier hinten rumfliegen, ohne dass irgendwas passiert. Aber habe ich dann zum Beispiel Roboter an Bord und so, ja, dann stürzen die schon schneller auf mich. So, Scanner haben Sonne erfasst, treibt in der Nähe an Bord nehmen. Ja, die, klar, das machen wir. Schade, sie ist leer, okay. Gleich sind wir da. Jeden Moment. Kann sich nur noch um Minuten handeln. Na, da, gleich. Yeah, ist wieder was passiert. Arsch. Okay, also, sind geborene Laufburschen. Das ist ja jetzt nicht so nett, ne? Okay, gab jetzt 21.000. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das hat sich nicht gelohnt. Wir haben insgesamt 3.500 ungefähr ausgegeben wegen den Piraten. Und wir haben so viel Zeit verbraucht, da wären wir mit anderen Geschäften, glaube ich, schneller fertig gewesen, beziehungsweise die wären insgesamt gesehen auf diesen Zeitraum lukrativer gewesen. Ja. Achso, hier wollte ich gar nicht hin. Und so. Okay, aber ja, wir haben einen gewissen Puffer, 29.000. Damit können wir ein bisschen Unfug treiben in Sachen von Geld und Zeitverschwendung. Denn ich würde jetzt gern zum Cutterport und in ein anderes System reisen. Das quasi jetzt nochmal zeigen hier, bevor ich dann wieder eine kleine Pause mache und mehr oder weniger offscreen wieder Geld erwirtschafte bis zum nächsten Schiff, beziehungsweise bis das nächste Mal irgendwie ein bisschen mehr gezeigt werden kann. Ich habe jetzt nun... ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde ungefähr aufgenommen. Ich werde das als 2 Folgen raushauen. Ist auch gut, dass ich das euch erzähle, nachdem die 2 Folgen ja quasi raus sind, beziehungsweise ihr das Ende der 2. Folge gerade seht. Ich weiß es ja vorher nicht, wie ich das hier plane, wie ich das mache. Ich wollte eigentlich nur eine etwas kürzere Ecke. Ich bin so durcheinander, ich bin so fertig. Ich brauche Kaffee, glaube ich. Eine kürzere Episode wollte ich eigentlich hier machen, um nur eben zu zeigen, was sich so geändert hat. Wir gehen mal eben dahin. Oh ja, ist ja erst Flug durch den Cutterport, beziehungsweise durch den Warp-Tunnel oder was das hier darstellen soll. Kann man hier was bewegen? Nee. Ja, das ist alles im Hypertunnel. Was hier passiert, man kriegt hier eben so einen Tipp von Nils. Räume müssen gerade nicht repariert werden, verwende einen Schiffswerf, Crewmitglieder oder Roboter zur Wartung. Okay. So, hier haben wir das Ladeding. Also das ist im Grunde genommen nur ein Ladebildschirm. Was ja okay ist, ne? Aber das Ding hätte man sich sparen können oder lieber sparen sollen. Vor allem, weil da die Zahlen dauernd hochzählen. Man erwartet immer, dass dann gleich bei 0/10 der Ladevorgang beendet ist. Aber in Wirklichkeit laufen da einfach bloß doof die Zahlen durch. Komme ich mir ein bisschen veräppelt vor, muss ich sagen. So. Ja, tatsächlich. Kommt man ins System, dann ist auch hier alles aufgedeckt. Barf Dwarf. Okay. Tititam. Tamagotcha. Ja, in diesem System war ich schon. Hier gab es zum einen Batterien und zum anderen noch irgendwas, das hier verkauft wurde. Dünge, Seife, das haben wir auf Apollo auch. Also den äußeren Bereich kenne ich ja noch gar nicht, was hier so ist. Papier. Huch. Achso, ich habe ein Schiff angeklickt, darum. Den Kram haben wir auch im anderen System. Was war das denn?